Schönen guten Tag und willkommen zu Mach irgendwas mit Minecraft, diesmal Adventure-like. Ja. Und die Musik spielt bei mir ein. Und wir klopfen Holz, warum auch immer. Warum klopfen wir Holz? Ist doch eine Adventure-Map. Nee, ist einfach nur eine Survival-Map und PvP-Map kann man sie auch benutzen. Also, man findet keine Sachen in den Truhen. Wieso nicht? Weil sie alle leer sind halt. Schade, schade. Ah ja. So, wie heißt die Map hier? Wer soll ich das wissen? Ach stimmt ja, die Crafting Table gibt's ja schon in Häusern. Fuck. Gibt's sogar so schon Kisten, die können wir benutzen. Eigentlich. Ehrlich? Das wusste ich noch gar nicht. Ich benutze gerade die Kisten darum. Bei dem Crafting Table. Ehrlich? Ja. Wow. Oh, oh. Okay. Ich gehe dann mal Steine klopfen. Jetzt im Ernst, jetzt spielen wir hier Survival PvE. Was? Keine wir können uns auch schlagen, wenn du willst, aber. Nein, keine Ahnung, ob das was am Anfang bringt. Und du gehst ja Steine klopfen. Ja. Ich sehe dich. Also ich sehe deinen Namen. Ich komm zu dir. Oh, du musst noch Ding jetzt machen, Game Rule machen, bevor wir unsere Sachen immer verlieren. Okay. Schreib mir einfach im Server Game Rule und dann das hier. Also. Mach ich sofort. Genau so. Genau das, was ich jetzt gerade geschrieben habe. Was machst du da? Ich komm zu dir. Okay. Schreib das mal, bevor wir unsere Sachen verlieren. Und bevor du mich hier runterhaust. Wo bist du? Ich steck fest. Interessant, gut zu wissen. Ich sehe dich nicht mehr. Interessant. So, dann mache ich einen kurzen Cut. Und wir sehen uns danach mal ein bisschen um. Bis gleich. Schönen guten Tag und willkommen zurück. Du hast alle Kisten voll gemacht? Nein. Wo bist du? Ich bin hier irgendwo. Harold war kurz LOL spielen. Warum auch immer. Und naja, ich wollte kurz. Naja, mir war langweilig und ich habe irgendwas hier, eine ganz kleine Winzigkeit auf dem Server verändert. Was hast du getan? Ich weiß es nicht. Komm mit. Der Block da war es auf jeden Fall nicht. Was denn? Geh mal Richtung die Brücke. Nein, geh mal Richtung die Brücke. Was hast du gemacht? Die andere Brücke. Ich glaube, du siehst von da so aus sogar schon fast. Hast du den Drachen irgendwie umgestaltet? So ein bisschen, aber nicht schlimm. Geheime Keks, Geschenkmaschine. Alter. Nein, jetzt? Ach, das dauert ein bisschen, bis das Signal angekommen ist. Siehst du das Signal da hinten? Was passiert? Ich würde es aufhalten, beeil dich. Oh nein, du hast den Server voll mit TNT gestoppt, kann es sein? Vielleicht? Oh mein Gott, du hast den Drachen mit TNT. Alter, wie lange warst du nochmal weg? 20 Minuten. Oh, ich glaube ein bisschen mehr. Wow, ich fall jetzt. Nein, das sind 20 Minuten. Oh mein Gott. Du hast gerade die Nase. Oh mein Gott. Ich sehe schon. Ja, da fliegen die schon. Willst du mich verarschen? Wieso hast du das getan? Die haben kaum was gemacht an der Welt. Wir verpassen jetzt eine Explosion. Oh mein Gott. Ah, ist das nicht wunderhübsch? Was? Wo ist der Drache? Nein, ich bin runtergefallen. Nicht der Drache. Dann musst du, ich hab den ganzen Körper von innen wirklich alles ausgehöhlt. Meine Sachen sind weg. Süß, die eine Hülle von mir haben. Oh Mann.
Wie ich so? Hast du Drachen gesprengt? Wer sprengt schon Drachen? Keiner. Ich habe hier einen auch hier auf meinem Schreibtisch stehen. So, das war's mit Let's Do irgendwas mit Minecraft. Das meinte ich. Mit dir kann man kein Minecraft-Let's Play machen. Mit mir aber selber. Ja, wer hat den Drachen gesprengt? Wer ist LOL zocken gegangen? Schlimmer als Lukas, ich geduschen. Das war nur wegen meinen Geschwistern. Ach, herrlich. Wieso hast du den Drachen geschwungen? Das ist doch voll krank. Du Drachensprengender. Ach, herrlich. Oh, ich habe mir die Explosion spektakulärer vorgestellt, aber es war auch so ein Riesenteil. Meine Fresse, voll lang gedauert, das auszufüllen. Oh, Mann. So, okay. Wir sehen uns und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Let's Fail, Play, irgendwas. Haut rein und ciao.